Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Drechsler, sehr geehrter Herr Professor Thiel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Morgen als Bürgermeisterin für Kultur, Bildung und Sport hier in der Landeshauptstadt Stuttgart zum einen willkommen heißen darf bei einem Kongress, den wir seitens der Stadt seit vielen Jahren begleiten, und natürlich und darüber hinaus herzlichen Dank dafür, dass ich Ihnen vorstellen darf, mit welchen Schwerpunkten in Stuttgart kommunale Bewegungsförderung gestaltet und initiiert wird. Ich möchte zunächst mit einem Zitat beginnen. Als der österreichische Erzähler Robert Musil Anfang des 20. Jahrhunderts sagte, Vereine würden nur die Bestrebungen ihrer eigenen Mitglieder fördern, während sie die der anderen stören würden, hatte er, glaube ich, keine Vorstellung, wie sich unsere Gesellschaft und unsere Vereine im Lauf der Jahrzehnte verändern würden. Hätte Herr Musil im Jahr 2015 in Baden-Württemberg gelebt, hätte er ein solches Zitat definitiv nicht gesagt. Heute ist der Turn- und Sportverein der Partner der kommunalen Sport- und Bewegungsförderung. Warum? Sie wissen das alle, aber ich möchte es trotzdem an dieser Stelle nochmals betonen. Sportvereine haben im Gegensatz zu anderen Sportanbietern ganz besondere Eigenschaften. Eben neben dem Angebot, sich zu bewegen und etwas Gutes für die eigene Gesundheit zu tun, vermitteln sie beispielsweise das Gefühl, nicht auf sich allein gestellt zu sein, sondern mit Gleichgesinnten sich sportlich betätigen zu können. Sportvereine zeigen, was Gemeinschaft und Heimat bedeuten können. Sportvereine können die langfristige persönliche Bindung eines jungen Menschen unterstützen, die zur Entwicklung einer mündigen Bürgergesellschaft ganz entscheidend sind. Sportvereine bringen Menschen aus allen Altersstufen und Kulturen zusammen, die sich so leicht wie nirgendwo sonst kennenlernen können und damit auch füreinander Verständnis entwickeln können. Sportvereine vermitteln so wichtige Werte wie Fairness, Toleranz und Respekt. Und Sportvereine, auch das ist in unserer heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, haben entschleunigende Wirkung für all das, was uns im täglichen Berufsleben auf uns einstürzt. Und welche große Bedeutung die Turn- und Sportvereine für unsere Gesellschaft tatsächlich haben, lassen sich an einigen Zahlen für die Landeshauptstadt Stuttgart sehr beispielhaft ablesen. In Stuttgart ist mehr als jeder vierte Mitglied in einem unserer über 400 Sportvereine, in denen insgesamt gut 50 Sportarten angeboten werden. Die meisten Angebote, die uns als Sportverwaltung bekannt sind, sind Angebote der Sportvereine und belaufen sich damit auf rund 5000 unterschiedliche. Und dies zeigt, meine sehr geehrten Damen und Herren, mehr als deutlich, wie leistungsfähig unsere Sportvereine auch sind. Unser Ziel als Kommune ist es, mehr Stuttgarterinnen und Stuttgarter noch dafür zu begeistern. Und es geht grundsätzlich nie ohne Sportvereine. Alle Programme der Bewegungsförderung setzen wir innerhalb der Landeshauptstadt Stuttgart mit unseren Sportvereinen um. Wir sehen unsere Aufgabe darin, als Impulsgeber und als Unterstützer zur Umsetzung bedarfsgerechter Angebote, die aus unserer Sicht besonders zu beachten sind, für die einzelnen Zielgruppe zu unterstützen, zu motivieren, im Gespräch mit Sportvereinen gemeinsam zu entwickeln. Wie sieht es konkret aus? Zum einen unterstützen wir natürlich klassisch monetär. In Stuttgart beträgt die Regelförderung an die Vereine rund 18 Millionen Euro jährlich. Und einer der Hauptposten dabei ist natürlich die finanzielle Unterstützung für den Bau und den Unterhalt von Vereinssportanlagen. Gleichzeitig stärken wir die Vereine aber zunehmend ideell, indem wir gezielt Anregungen und Impulse geben. Zum Beispiel für Kooperationen, auch für Fusionen von Vereinen, die Öffnung von Sportanlagen, die Kooperation, ganz wichtig in der heutigen Zeit, mit Kitas und Schulen. In diesem Bereich stellen wir stets die Frage, welche Hilfestellung, welche Partnerschaft, welche Netzwerke vor Ort brauchen die Vereine, müssen wir mit unterstützen und welche braucht die Bevölkerung, um damit in der Breite auch zielgerichtete und wahrnehmbare Angebote zu entwickeln. Und dann ist es, glaube ich, der nächste Schritt, und es gelingt uns in Stuttgart, da freue ich mich immer sehr darüber, sehr gut, dann auch wirklich Programme anbieten zu können, die quer durchs Stadtgebiet hindurch auch angenommen werden. Eines unserer ganz zentralen Themen ist die Bewegungsförderung im Kinder- und Jugendbereich. Möglichst früh sollen Kinder die Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Denn die Bewegung im Kleinkindalter stellt die Grundlage für ein bewegtes Leben insgesamt dar.
Eines unserer erfolgreichsten Programme ist dabei Kita Fit, das die Bewegungskompetenz der Stuttgarter Kitas unterstützt. Uns ist es im Rahmen dieses Programmes gelungen, rund 150 Kindertageseinrichtungen für das Thema zu sensibilisieren und rund 80 Kooperationen zwischen Sportvereinen und Kindertageseinrichtungen zu realisieren. Aber auch wenn man eine Lebensphase weitergeht, bleibt die Verantwortung von Kommunen und Sportvereinen gemeinsam bestehen. Ich denke dabei an die Entwicklung zu mehr Ganztagesschulen, wobei die Landeshauptstadt Stuttgart die Entwicklung hier in den nächsten Jahren, wie nahezu alle Kommunen, intensiv beschleunigen wird. Dabei muss und wird die Ganztagesschule aber keinen vollständigen Umbruch für die Turn- und Sportvereine herbeiführen. Davon bin ich überzeugt, dass es uns gelingen wird, dass genau dieser Effekt, den viele von Ihnen und auch in Stuttgart befürchten, nicht eintreten wird. Und dies funktioniert aus unserer Sicht dann, wenn die Ganztagesschule und der Sportverein Partner sind in der Umsetzung von qualifizierten Ganztagesangeboten. Wir haben dazu in Stuttgart das Modell Sport im Ganztag entwickelt, wo wir gemeinsam mit den Trägern der Jugendhilfe, den Schulen und unseren Sportvereinen vor Ort mit finanzieller Unterstützung und konzeptionell gemeinsam erarbeiteten Grundlagen, wir erreichen, dass im gebundenen Ganztag die Sportvereine diese Angebote in den Schulen machen. Ganz konkret auch mit dem Wunsch, was wir sonst an unseren Schulen nicht haben. Hier ist Werbung ausdrücklich erwünscht, Werbung für den Sportverein in der Freizeit, für alle Altersgruppen, gerne mit der ganzen Familie. Und wir haben in Stuttgart inzwischen viele Schulen und viele Sportvereine, die mit den Schulen vor Ort dieses Angebot machen. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass jeder Cent, den wir da zusätzlich investieren, und es sind einige Cents, gut investiertes Geld ist. Die jungen und sportbegeisterten Menschen, aber Menschen aller Altersgruppen, spricht in Stuttgart seit einigen Jahren auch unser Angebot Sport im Park an. Dies ist, wie gesagt, für jeden geeignet, für die, die regelmäßig Sport machen, aber auch für die Untrainierten, für Jung, für Alt. Wir bieten da den Stuttgarterinnen und Stuttgart in unseren unterschiedlichen Parks die Möglichkeit, sich auf öffentlichen Grünflächen kostenlos und nur so, wie sie Lust haben, in Bewegung zu bringen. Inzwischen hatten wir 2015 über 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dieses Angebot wahrgenommen haben. Sie können das in Stuttgart sehen, vom Frühjahr bis zum Herbst, dass auf den grünen Flächen morgens um 8 oder auch mittags um 2 oder abends Übungsleiter von Sportvereinen Angebote machen, ob Yoga, ob Sonstiges, was auch immer. Und die, die Lust haben, dazukommen, dieses mit wahrnehmen, erfreut sich einer unglaublichen Begeisterung und ermöglicht auch so für diejenigen, die vielleicht ein bisschen Abstand zu Bewegung und Sport für sich selbst gefunden haben, wieder einen Einstieg zu bekommen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass da auch die Sportvereine einen konkreten Nutzen draus ziehen. Das sind nur beispielhaft die Punkte, die wir in Stuttgart schwerpunktmäßig machen. Ich könnte noch viele Themen und Aufgaben ansprechen, aber eins ist immer für uns wichtig, ich sagte es eingangs schon, für uns sind die Sportvereine mit ihren qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den vielen Ehrenamtlichen immer der Ansprechpartner, mit denen wir all diese Programme umsetzen und realisieren. Und es funktioniert, da habe ich sehr, sehr großen Respekt davor, immer ganz ausgezeichnet. Ganz aktuell, Herr Präsident Drechsler hat es auch schon angesprochen, beschäftigt mich oder natürlich uns in Stuttgart, aber auch das Thema Flüchtlinge. In Stuttgart sind aktuell rund 5.000 Flüchtlinge in 82 Unterkünfte in 18 Stadtbezirken untergebracht. Weitere 3.500 Plätze sind in Planung. Allein für Oktober wurde der Landeshauptstadt Stuttgart vom Land doppelt so viele Flüchtlinge zugewiesen, wie vorab angekündigt, eine Entwicklung, der alle Kommunen momentan gegenüberstehen. Diese ungeheure Dynamik geht an allen Akteuren, auch im Sportbereich, natürlich nicht spurlos vorbei. Ich bin ausgesprochen dankbar, dass wir mit unseren Sportvereinen einen ganz wichtigen Partner haben, der die Arbeit mit Flüchtlingen konkret gestaltet, bei der Integration hilft. Und im Übrigen muss ich auch sagen, wir haben momentan, es wurde schon angedeutet, vier Turn- und Versammlungs-, vier Sporthallen mit belegen müssen für eine
gewisse Interimszeit, was natürlich nicht nur die Schulen betrifft, sondern auch die Sportvereine. Meine Sportvereine mit einer Offenheit, mit einer Kompetenz, mit einer Bereitschaft, jawohl, wir helfen da, auch wenn wir manche Angebote jetzt für eine gewisse Zeit nicht aufrechterhalten können, uns fällt was ein, ist keine Selbstverständlichkeit. Und da sind auf meine Sportvereine ein unglaublicher Verlass, da bin ich sehr, sehr stolz drauf und möchte es auch an dieser Stelle, ich sage es, wo ich kann, weil das einfach beispielhaft ist, auch an dieser Stelle darauf hinweisen. Lassen Sie mich zum Schluss dafür Dank sagen, dass wir jetzt seit vielen Jahren diesen Sportkongress hier in Stuttgart haben. Es ist uns als Sportstadt wichtig. Ich habe Ihnen die Schwerpunkte genannt, die uns kommunal beschäftigen. Es ist aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen notwendig, sich den neuen Herausforderungen auch immer neu zu stellen. Da ist der Sportbereich, da sind die Sportvereine für uns ein ganz wichtiger Partner, aber natürlich auch die Sportfachverbände. Deshalb stellvertretend Ihnen, Herr Drechsler, ganz herzlichen Dank für die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit. Sie sind für uns ein ganz wichtiger Partner. Und ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, bei so einem Kongress wie den, den Sie jetzt hier seit nunmehr dem dritten Tag anbieten, um sich auszutauschen, sich über neue gesellschaftliche Entwicklungen eine Meinung zu bilden, sich auch anzuhören, wie machen es andere. Man kann überall was dazulernen. Ich glaube, ein solches Forum wird immer wichtiger angesichts der vielfältigen Veränderungen, die auch auf den Sport zukommen. Und deshalb, ich freue mich, dass er seit vielen Jahren mit dieser Tradition hier in der Landeshauptstadt Stuttgart stattfindet. Seien Sie ganz herzlich willkommen und nochmal ganz herzlichen Dank an Sie alle, die in den unterschiedlichsten Bereichen im Sport wirken und tätig sind. Ohne Sie wäre diese Gesellschaft ein ganz, ganz gutes Stück weniger. Wir würden eine Bürgergesellschaft nicht so gestalten können, wie wir sie heute gestalten können. Und deshalb ganz herzlichen Dank an Sie alle und die vielen Ehrenamtlichen, die die Sportwelt in Baden-Württemberg und in Stuttgart gestalten. Vielen Dank.